Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Hagelshop-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dieses Ungetüm von Adventskalender zu erstürmen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 59 Euro und hat einen Warenwert von 150 Euro. Das werden wir selbstverständlich nachrechnen. Und nicht nur ich stelle ihn jetzt gerade vor, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Und er ist wirklich so groß, dass ich fast keinen Thumbnail damit hinbekommen habe. Aber ja, wir öffnen ihn, wir erklimmen ihn und ich bin super gespannt, was für wundervolle Haarpflegeprodukte wir hier drin finden dürfen. Er ist sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Ich mag dieses weihnachtliche Design, was aber nicht überladen ist. Und es ist ein realistisch weihnachtliches Design, was aber sehr, sehr pink ist. Ich bin auch sehr gespannt. Die hatten ja sonst auch immer einen Männer-Adventskalender. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch einen geben wird. Und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und ja, begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Oh mein Gott, Leute. Also der 1. Dezember startet schon mal richtig super. Da haben wir von Kérastase das Premiere Shampoo drin. Das ist ein Shampoo für alle Haartypen mit 80 Millilitern. Schaut einmal so aus. Kérastase ist eine super, super tolle Haarpflegemarke. Mag ich richtig, richtig gerne leiden. Und dass das Ganze halt mit so einem Klopper startet, finde ich schon mal sehr positiv. Ach, guck mal. Hagel hat scheinbar auch eine eigene Haarkollektion, das wusste ich gar nicht. Am 2. Dezember haben wir Selection Hagel, schön für mich. Smoothing Hero Conditioner, Tiefenpflege in Sekunden für einzigartige Geschmeidigkeit. Interessant, 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das scheint so ein Produkt zu sein, wie man das doch sonst auch irgendwie kennt. Wer hatte das denn als allererstes? Das weiß ich gar nicht. Auch irgendwie, war das L'Oreal oder sowas, die hatten doch auch so eine 5 Sekunden oder Garnier, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist. Hydroaktives Haarfluid für sekundenschnelle Tiefenpflege. Genau, und das machst du nach der Haarwäsche in das Haar. 10 Sekunden lässt du das so reinarbeiten und kannst es dann ausspülen. Das ist normalerweise halt super flüssig, wenn das so rauskommt. Und wenn es dann in Kontakt mit den feuchten Haaren kommt, dann wird das so cremig. Also das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich kenne das aber bislang nur als als Maske, aber nicht als Conditioner, ne? Richtig geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier eine Nummer 3 und da haben wir von Goldwell Style Design ein Haarspray drin, Strong Haarspray, und das ist für alle Haartexturen geeignet mit der Stärke 4 von 5. 75 Milliliter sind hier drin enthalten und ich glaube, Haarspray ist so auch ungefähr das Haarstylingmittel, was man hauptsächlich so verwendet. Also das ist tatsächlich das... Ne? Jetzt, viele verwenden jetzt nicht unbedingt Haargel oder Haarschaum, aber Haarspray geht eigentlich immer, finde ich richtig nice. Hier haben wir die Nummer 4. Die Produkte sitzen 1A in diesem Inlay drin, was übrigens auch aus Papier ist oder Pappe, was halt super schön recycelbar ist, was ich klasse finde. Hier haben wir unser zweites Shampoo drin. Bei diesem Adventskalender werde ich jetzt aber nicht sagen, wir dürfen nur 3 Shampoos oder 3 Conditioner drin haben. Es ist ein Haar-Adventskalender. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir ein paar mehr von drin haben sollten. Es sollte aber vielleicht so ein bisschen ausgewogen sein, meiner Meinung nach. Von Redken auch eine richtig tolle Haarpflegemarke. Extreme Shampoo mit Protein und 3% Strength Complex. Das soll eine pH-balancierte Formulierung sein und 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist definitiv auch für verschiedene Haartypen geeignet. Das finde ich auch immer so nice, dass man hier halt dann hoffentlich auch ganz viele Produkte drin findet, die halt nicht nur irgendwie für koloriertes Haar sind, für geschädigtes Haar, sondern am besten alles sollte für jeden geeignet sein. Und diesen Adventskalender habe ich übrigens auch einer ehemaligen Kollegin von mir vorgeschlagen, weil die mich gefragt hat, Mensch Claudi, ganz ehrlich, ich mache nicht viel Skincare oder wechsle da nicht viel. Ich mache nicht viel hier in Make-up oder so. Hast du vielleicht irgendwie so einen Haarpflege-Adventskalender, den du mir empfehlen kannst? Und da habe ich ihr direkt gesagt, Hagelshop ist noch nicht online. Und als er online war und ich ihn bestellt habe, habe ich ihr direkt den Link geschickt. Ja, finde ich nice auf jeden Fall. Auch der 5. Dezember hat perfekt ins Kläppchen gepasst. Also das ist ja wohl mal der Wahnsinn schlechthin, muss ich wirklich sagen. Das ist richtig krass. Als wäre es dafür gemacht gewesen, von Moroccan Oil ist das ganz normale Moroccan Oil mit 25 Millilitern. Das ist einfach ein Haaröl, was man sich so in die Längen und Spitzen reingeben kann. Und damit bekommt man dann halt... ja, einfach gepflegteres Haar mache ich morgens halt immer rein, ne, in die trockenen Haare einfach. Und da sollte man einfach nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verwenden. Ist so ein Klassiker. Das ist aus Glas. Das ist natürlich richtig cool. Hatten wir jetzt schon öfters mal in Adventskalendern drin, aber ich finde, für den Adventskalender ist es safe ein Klassiker. Nikolaus ist ein Produkt, was
man mögen kann, aber nicht mögen muss. Von Invisi Bobble ist das Barrett, ein Barrett, metallfrei. Ja, das sind so Haarklipse. Aber in der 6, sicherlich hat das seinen Wert, aber ich möchte das eigentlich nicht so gerne in der 6 drin haben. Ist jetzt für mich nicht so ein Woohoo-Banger-Produkt. Ja, das kann man sich in die Haare reinmachen, so wie die Lady das hier vorne auch so macht, ne? Bin ich jetzt nicht so Fan von. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich trage wenig solche Haarspangen irgendwie in meinen Haaren. Haut mich nicht von den Socken. Auch der 7. Dezember ist meiner Meinung nach so ein ziemlicher Klassiker von Sebastian Professional oder Sebastian Professional. Ist das Dark Oil mit Jojoba und Arganöl als Shampoo mit 50 Millilitern. Ist ein wirklich gutes Shampoo. Also das ist sehr reichhaltig, sehr nährend und ich mag das tatsächlich ganz gerne. Dufttechnisch ist es halt, ja, so ein ganz kleines bisschen herber. Möchte aber wieder Conditioner haben. Wir haben jetzt 3 Shampoos hier drin, aber ja, ein quasi Conditioner, ne, so diesen Hero. Aber ich möchte jetzt mal einen richtigen Conditioner finden. Ha, die Nummer 8 macht, dass es kracht. Ich muss mich nur beschweren. Ich habe hier nämlich auch das dazu passende Pendant von Sebastian Professional Dark Oil, der Conditioner mit 50 Millilitern. Das finde ich gut, vor allem, dass es dann auch direkt hintereinander ist und dass Produkte erscheinen, sobald man sich beschwert, finde ich generell positiv und sehr, sehr freundlich von dem Adventskalender. Ne, finde ich wirklich klasse. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Produkt von L'Oréal freuen und zwar ist das L'Oréal Professional Paris Absolut Repair Molecular Peptid Bonder und 5 Aminosäuren sind hier drin. 75 Milliliter sind das. Das ist ein bisschen was Spezielleres. Das kenne ich gar nicht. Da weiß ich nicht, was ich damit mache. Das müsste ich mir dann nochmal durchlesen, sofern es hier drauf steht. Nö, das müsste ich mir dann online durchlesen. Ich meine, es steht hier auf, ein Rinse-Off-Serum. Muss ich mir nochmal durchlesen, nicht, dass ich meine Haare irgendwie überpflege oder kaputt pflege. Das möchte ich nicht. In der Nummer 10 darf es wieder mit einem Haarspray weitergehen. Das ist von Vella, das Eye Mystify Me Light, ein schnell trocknendes Haarspray mit 75 Millilitern. Ja, genau. Also das ist auch, glaube ich, jedes Mal mit dabei, aber das ist jetzt in dieser Variante hier drin. Und irgendwie habe ich auch mittlerweile nicht das Gefühl bei diesem Adventskalender, dass hier irgendwas geschrumpft ist. Nö. Wir haben jetzt hier die erste Schnapszahl, die Nummer 11, und da haben wir ein Produkt von Alcina drin. Da habe ich euch auch schon im i verlinkt, den Adventskalender zu geöffnet. Ganz schön lang. Ein Anti-Spliss-Serum für lange Haare, 50 Milliliter. Ich habe ja eben gesagt, dass ich das cool finde, dass hier Produkte für alle Haare drin sind. Das ist jetzt wirklich speziell eher für lange Haare gedacht, ist dann für diejenigen, die kurze Haare haben, ein bisschen blöd. Da denke ich zum Beispiel wirklich an meine Kollegin, an meine ehemalige Kollegin, der ich das empfohlen hatte. Ne? Ja, aber ein Haarserum finde ich persönlich immer sehr, sehr schön und ich verwende halt auch gerne solche Leave-In-Geschichten, ne? Und denke auch, dass ich das mal ausprobieren werde. Mal gucken, das ist eine Haarspitzenpflege. Sehr schön. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich hier, Natural Hair Care Previa Italia Reconstruct, ein Bifasic, also quasi ein zweiphasiger Leave-In-Filler-Conditioner. Ja, das ist ein Leave-In-Conditioner, sowas verwende ich wirklich jedes Mal. Entwirrende Fillerbehandlung steht hier drauf und hier sind 100 Milliliter drin. Also ganz ehrlich, Hageshop hat sich nicht lumpen lassen, was die Größen der Verpackung angeht. Da bin ich gerade super happy und ja, da bin ich gespannt drauf. Ich kenne die Marke so gar nicht. Keine Ahnung, ne? Muss ich mal ausprobieren. Ja, die erste Halbzeit hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt hier den 13. Dezember. Übrigens als kleiner Pro-Tipp, wenn man die Sachen nicht gut, so wie ich, aus dem Adventskalender rausbekommt und das Kläppchen daneben schon offen ist, kann man quasi mit dem Finger da so hintergehen und dann von hinten das Produkt rausbrockeln. Hier habe ich das Revital Shampoo von Glint Repair Color Protect mit Phytokeratin und Magnolie. Da sind 50 Milliliter drin. Hier bin ich auch wieder bei dem Thema, ne? Es ist halt leider wirklich für koloriertes Haar eher gedacht. Das heißt, ich sag mal so, normal Brünette zum Beispiel haben hiermit jetzt nicht so die Freude. Ich habe mal gehört, dass es sehr gut sein soll, auch wenn man eine natürliche Blondine ist, so wie ich, dann kann man halt auch Color Shampoo und so verwenden. Nach wie vor vermisse ich hier mehr Conditioner. Also klar, Leave-In-Conditioner haben wir hier, aber ich möchte halt richtige Conditioner haben. Ja, eine riesige Nummer 14 habe ich hier, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Tangle Teaser, die Tangling Hairbrush. Und ja, das mag ich. Für sowohl glattes als auch lockiges Haar ist das geeignet. Ich mag so gerne diese Tangle Teaser. Und solltet ihr vom letzten Adventskalender noch den Tangle Teaser in Anwendung haben, wäre es vielleicht mal Zeit, ihn auszutauschen. Denn ich sag mal so, einmal im Jahr sollte man vielleicht seine Haarbürsten mal austauschen, weil hier vorne sich die, ne, Geschichten da so ein bisschen verbiegen oder so. Reinigen sowieso immer mal wieder. Ja, aber das finde ich richtig schön. Auch dieses Blass Lila.
Finde ich richtig nice. Ein schöner Klassiker. Über das Produkt in der Nummer 15 würde sich sehr wahrscheinlich die liebe Melli, Melloflori, richtig freuen, weil die steht total auf dieser Aveda-Haarpflege. Botanical Repair, schon wieder Bondbuilding, eine Styling Cream mit 40 Millilitern. Ich glaube, Bondbuilding bedeutet, dass es quasi die Haarstruktur oder die Haare wieder irgendwie zusammenbindet, zusammen macht, weil du hast ja verschiedene Haarfasern und dass die dann irgendwie wieder zusammenkommen. Ich habe gar keine Ahnung von, also da muss ich wirklich in Haarpflege, muss ich noch wirklich ein bisschen Wissen investieren. Genau, ja, das ist auf jeden Fall hier mit drin. Das ist dann einfach eine nicht ausspülbare Geschichte, die du einfach in deine Haare machst, ne? Am 16. Dezember haben wir von Matrix ein Food for Soft Detangling Hydrating Conditioner. Ja, for all dry hair. Sehr schön, oder? Sans rincé. Oder ist das ein... Warte, ich muss noch gleich mal gucken. Avocadoöl, Hyaluronsäure sind hier drin. 50 Milliliter haben wir auf jeden Fall in dem Produkt. Ist das jetzt ein ganz normaler Conditioner oder muss man den als Leave-In nehmen? Following Shampoo. Apply from mid-length to ends and leave on 1 minute. Ja, genau. Den spülst du auch raus. Das ist definitiv ein ganz normaler Conditioner. Yay! Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember haben wir von Authentic Beauty Concept den Amplify Cleanser for Fine Hair. 50 Milliliter sind hier drin. Auch hier wieder leider ein Produkt, was halt nicht für alle Haartypen dann so geeignet ist. Also nur für feines Haar. Aber naja. Und es ist halt wieder ein Shampoo. Aber gut, wir hatten ja gerade noch unseren Conditioner, da können Sie auch zwischenzeitlich mal wieder ein Shampoo reinbringen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich ein Produkt von Vella Professionals drin und zwar Ultimate Repair. Das ist eine Haarmaske. Wir hatten noch keine klassische Haarmaske hier drin. Ja, mega. Das ist mit AHA und Omega 9 und das soll reparieren, stärken und glätten. Und das ist für alle Haartypen geeignet mit 75 Milliliter. Das finde ich richtig, richtig toll. Das ist auch ein schönes Produkt. Das hatten wir zwar auch schon öfters in anderen Adventskalendern drin. Zum Beispiel finden wir, ich glaube... diese Reihe, aber ich glaube nicht die Maske. Im Lookfantastic Adventskalender könnt ihr immer noch bestellen, ist oben im i verlinkt. Finde ich auf jeden Fall als Produkt sehr, sehr nice und auch, dass jetzt endlich mal eine Maske drin ist. Schön. Am 19. Dezember möchte uns der Hagelshop nochmal daran erinnern, dass die halt nicht nur Haarpflege im Sortiment haben, sondern zum Beispiel auch Produkte von OPI. Ob es jetzt diese Farbe hätte sein müssen, Leute, ne? Das ist der Nagellack mit 15 Millilitern in der Farbe... hat keine Farbe, NLA15, doch Dulce de Leche, keine Ahnung, ich kann kein Spanisch, Italienisch, wie auch immer. Es ist halt ein Leberwurstton, oder? Meins ist es nicht. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich habe hier den 20. Dezember und das ist von Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream. Ja gut. Passend halt zum Nagellack haben sie hier nochmal eine Handcreme mit reingepackt, ne? 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ja, eine Handcreme können wir aber, ich meine, so generell, ne? Auch einfach in einem Pflege-Adventskalender oder generell in der Weihnachtszeit sehr gut gebrauchen. Ob man das jetzt unbedingt im Hagelshop-Adventskalender mit drin haben möchte, wenn man hier sowieso eher so Haircare erwartet. Nee, also ja, also man weiß es nicht. Ich warte auf jeden Fall noch auf weitere Conditioner. Am 21. Dezember haben wir ein Produkt von NYX drin enthalten, Hair Prodigieuse Le Shampooing, es ist ein Shampoo, mit fermentiertem pinken Kamillenöl mit 50 Millilitern. Hier weiß ich gar nicht, in welchem Adventskalender das letztens noch mit drin war. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ne? Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen, wenn man möchte. Die zweite und letzte Schnapszahl enthält etwas von Schwarzkopf Bonacure und das ist das Repair Rescue Sealed Ends and Arginin. Was ist das denn? Wahrscheinlich auch wieder so ein Serum für die Haare, wa? For Damaged Hair, genau, 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also das scheint jetzt weder Shampoo noch Conditioner noch Maske zu sein. Das ist ein Leave-In. Jo, okay, haben wir ein Leave-In hier mit drin. Läuft. Ja, ja, ein Tag vor Heiligabend. Das darf auch nicht fehlen. Von Revlon ist das Equave. Das haben wir jedes Jahr mit drin, aber ich finde es super. Hydro Instant Detangling Conditioner for normal, also für normales bis trockenes Haar. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich finde das super. Ich finde das richtig klasse. Es ist halt ein alter Bekannter bei diesem Adventskalender, aber ich glaube, das ist halt so, dass die manche Produkte haben, wie zum Beispiel hier auch dieses Sebastian Dark Oil Gedönsen, ne? Wo die sagen, Mensch, das muss in den Adventskalender, weil das lieben die Kunden und das kann ich hier absolut bestätigen. Auch am 24. Dezember gehe ich leider leer aus, was mein Wunsch nach Conditioner angeht, aber es ist ein Full-Size-Produkt von GHD und zwar Bodyguard für alle Haartypen. Das ist das Heat Protect Spray, 120 Milliliter und das ist super, 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 super wichtig, Hitzeschutz zu verwenden. Und ich verwende Hitzeschutz auch tatsächlich, wenn ich mich nur föhne, ne? Also ich habe ja
Einfach auch nicht irgendwie, dass ich meine Haare style, glätte oder sonst irgendwas, aber so ein Hitzeschutz hilft einfach, schützt vor Haarbruch und macht, dass die Haare halt lang und strahlend und glänzend und gesund sind. Und deswegen finde ich das klasse, ist ein gutes Produkt für die 24, muss ich sagen. Ich meine, klar hätten die ja auch irgendwie einen Pott Maske oder so reinpacken können, aber so ein Hitzeschutz finde ich nice, passt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich vermisse hier ein ganz kleines bisschen den ein oder anderen Conditioner, aber ansonsten haben wir hier einen tollen Haarpflege-Adventskalender mit wirklich schönen Produkten drin enthalten. Natürlich sind Handcreme und Nagellack ein bisschen random, aber das soll halt wirklich einfach nur zeigen, so hey, wir haben auch eigentlich noch ein paar andere Sachen, auch wenn wir eigentlich ein Shop sind, die sich auf so Haarpflege und Friseurqualität spezialisiert haben. Ich finde den Adventskalender schön. Vor allem finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr schön bei diesem Adventskalender. Man kann hier einfach mal so ein paar speziellere Produkte auch für sich ausprobieren und dafür eignet sich der Adventskalender halt 1A. Ich kann ihn immer wieder empfehlen, das mache ich auch aus vollstem Herzen und ja, ne, das war jetzt auch mein Unboxing. Ich bin gespannt, was Nicole dazu sagt, da werde ich gleich mal rüberhüpfen und dann wäre es hier von mir gewesen. Schreib gerne auch deine Meinung mal in die Kommentare und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!